Familie rief mich an und wollte gerne meine Dienste in Anspruch nehmen, weil sie den Eindruck hatten, dass es im Haus negative Wesenheiten hätte, die rumspukten bzw. in der Nacht störten. Ich kam zu dem Haus und das Haus war sehr alt, also wirklich alt. Teilweise gibt es ja Häuser, da waren, das sind die Etagen verschieden hoch. Also man merkt dann, das ist angebaut worden. Die eine Etage ist hier, die nächste wäre dann der nächste Stock und dann gibt es Zwischenstöcke und auch die Treppe war eng und total eingetreten. Also die Stufen waren, sah nämlich so aus, also es war ganz interessant. Aber was spannend war, ich konnte eigentlich so auf Anhieb nichts Negatives feststellen. Als ich dann vor allem in das eine Zimmer ging, des einen Kindes, stellte ich tatsächlich fest, dass da eine Wesenheit war, aber, und das war das andere Gute, es war keine negative Wesenheit, sondern es war jemand, der dem Kind weiterhelfen wollte. Also es war eine höherstehende Wesenheit, die dem Kind helfen will, weil es mediale Fähigkeiten hat. Und es ist verständlich, dass wenn jemand damit keine Erfahrung hat, und spürt das, was hier ist, und dann in der Nacht bekommt man Angst. Kann ich gut verstehen. Und, aber es war wirklich so, dass diese Wesenheit nichts Böses im Schilde geführt hat, sondern dem Kind wirklich auf dem Weg durch diese Geschichte helfen wollte. Ich hatte dann die Möglichkeit, mit dem Kind noch zu reden, weil ich denke, es war jetzt nicht ein Teenager, also es war ein etwas älteres Kind, was, wie ich dann feststellte, wirklich damit zurechtkam und das eigentlich sehr erfreulich fand, dass es da jemanden gibt, der ihm helfen möchte. Und wir konnten das so sein lassen. Ich musste also nicht irgendwie intervenieren. Das Weitere in dem Haus war, als ich dann an einen bestimmten Ort im Haus kam, und das ist eine der schönsten Geschichten, die ich je so erlebt habe, das war wirklich enorm, sah ich vier etwas reifere Damen, und das ist Jahrhunderte her, und die waren, es ist sehr schwer das zu beschreiben, die waren energetisch höher stehend, die haben dafür gesorgt, an diesem Platz. Die haben Rituale gemacht, aber keine Tieropferungen oder sowas, solchen Quatsch. Also wirklich positive Rituale, um die Energie zu erhöhen. Nicht nur für den speziellen Platz, sondern dass es nach außen geht, auf die Menschen. Dass Menschen auch angezogen werden und mit positiver Energie, wie sagt man, nicht infiziert, aber Sie wissen, was ich meine, dass sich das verbreitet. Das war so schön zuzusehen. Ich habe anschließend, ich konnte mich kaum lösen, ich konnte mich wirklich kaum lösen von diesem wundervollen Ort. Das Haus war wirklich keine Schönheit, aber ich konnte so gut verstehen, dass diese Familie dort bleiben wollte, weil wenn ich mir vorstelle, täglich in dieser wundervollen Energie zu baden, ja, was gibt Schöneres? Es war wirklich grandios und die Familie war total begeistert und freute sich sehr, dies zu hören, was ihr auch dann Sinn machte für vieles. Und ich bin dann wirklich, den Rest des Tages bin ich auf diese Energie fast dahin geglitten. Also, es war eine wundervolle und schöne Erfahrung, die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben nie vergessen werde. Fühlen Sie sich nicht mehr wohl in Ihren eigenen vier Wänden? Haben Sie das Gefühl, dass Sie selber negative Energien zu Hause haben? Dann bin ich gerne für Sie da. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann nehmen Sie doch Kontakt mit mir auf und dann können wir das Ganze besprechen und machen einen Termin.